Ladies and Gentlemen, willkommen auf dem Nice Hoops YouTube Channel. Ich bin Jay Nice und das ist Talking About Practice. In den letzten Videos darüber geredet, wie man es schafft, mit guter Fußarbeit am Korb erfolgreich abzuschließen. Aber was tun, wenn die Zone so vollgepackt ist, dass man nicht mal bis zum Korb durchkommt? Ein bewährtes Mittel hierfür ist der Floater. Er ist wie ein Korbleger aus der Mitteldistanz, der sehr viel Gefühl und sehr viel Übung erfordert, um die richtigen Distanzeinschätzungen und das richtige Gefühl für diesen Wurf zu bekommen. Um dieses Gefühl zu bekommen, stellt man den Spieler erstmal nah an den Korb hin und lässt ihn Tippelschritte machen, bis der Ball zu ihm kommt. So geht man sicher, dass er sich in einer Korblegerähnlichen Situation befindet, wo er ein Sprungbein und ein Schwungbein besitzt. Soll er den Ball erstmal einfach hoch ablegen und ein Gefühl für Distanz und Schwung bei seinem Floater entwickeln. Jetzt wird der Floater von verschiedenen Positionen auf dem Feld geübt. Als erstes startet der Spieler vom Elbow und penetriert zur Baseline und zur Mitte immer abwechselnd, um mit der Innenhand und mit der Außenhand abzuschließen. Hierbei soll er beim Penetration zur Baseline immer außerhalb der Zone abspringen, um die Distanz, die im Spiel relevant ist, zu simulieren. Beim Penetration zur Mitte müsst ihr euch irgendeine Linie auf dem Boden suchen, an dem sich der Spieler orientieren kann, um die entsprechende Distanz einzuhalten. Dies wird nach einer entsprechenden Trefferanzahl auf beiden Seiten durchgeführt und auch mit beiden Händen, da man immer in der Lage sein muss, in der Bewegung noch die Hand zu switchen, falls der Verteidiger genau auf die Wurfhand, die man eigentlich benutzen wollte, geht, um den Schuss zu blocken. Als zweites penetriert der Spieler vom Flügel wieder in die Mitte und zur Baseline, um wieder zwei Arten von Winkeln zum Korb zu covern. Hierbei ist es wieder wichtig, dass der Abstand zum Korb eingehalten und durchaus alterniert wird, da man nicht immer von demselben Spot auf dem Feld die Abschlüsse bekommt. Außerdem kann die Fußarbeit verändert werden und die Abschlusshand sollte auch wieder unterschiedlich geschult werden. Wichtig hierbei ist, mit dem letzten Schritt einen entsprechenden Abdruck zu erzeugen, um in der Lage zu sein, dem Ball die richtige Höhe und die richtige Richtung zum Korb zu geben und über den Verteidiger rüberzukommen. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Außerdem könnt ihr meinen Channel abonnieren und noch mehr solcher Videos in der Playlist sehen. Ich bin Jay Nice und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.